Rosenthal und den Hemmingsson. Mann, ey. 2023 ist euer Jahr hier, ne? Es sprüht überall raus bei euch. Keine Ahnung, was die... Also, das ist ja Wahnsinn. Ihr seid der Wahnsinn. So, wo sind wir? Ja, sicher. Sie haben wahrscheinlich, das haben Sie mitbekommen, ne? In den letzten Tagen wurde der Name Lützerath recht häufig gebraucht. Da gab es am Wochenende die große Demo mit Greta Thunberg, die war auch da. Aber die eigentliche Sensation war etwas ganz, ganz anderes. Denn die Polizisten haben wohl bei der Klimademo nicht so ganz mit dem Wetter gerechnet. Und da hat Mutter Natur mal gezeigt, wer hier die Stiefel anhat. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn die Bilder an die Öffentlichkeit gelangen würden. Wenn Putin sowas sieht. Brauchst gar keine Waffen, brauchst 20 cm Schlamm. Eigentlich schade, mir fehlte so ein bisschen Erotik. Es war ja alles dabei, ne? Schlamm, Uniform, Gerangel. Trotzdem überhaupt nicht sexy. Schade. So stelle ich mir übrigens Wacken vor. Ich war noch nie da, aber ich glaube, genau so ist Wacken. Ja. Finde ich gut. Jetzt finde ich es schade, dass ich nicht da war. Die Demonstranten waren übrigens auch irgendwie fehl am Platze. Also ich meine, das sollte ja eine Demo für eine Sache sein. Aber irgendwie, das hatte mehr Eventcharakter, so wie dieser hier vermittelt. Und dann noch mit toller Musikuntermalung. Also wirklich klasse. Wir sind hier nicht zum ersten Mal. Und das ist bewegend, mit so vielen Leuten hier auf der Straße zu sein. Ist das jetzt eine Demo oder die Love Parade Lützerath? Was ist das? Um was geht es da? Vor allem auch sehr schön. Ist auch sehr ja, sehr viel Schlamm. Das wissen wir schon mal. Es war sehr viel Schlamm. Ein Familienevent, kann man so sagen. Und wir wollen die Ereignisse da natürlich gar nicht verherrlichen, ja, oder medial aufbauschen. Das überlassen wir lieber dann doch den Kollegen von RTL 2. Hier vorne ist gerade ein Molotow-Cocktail gelandet. Deswegen brennt die Straße, also. Also eins weiß ich schon mal, der Moderator war noch nie auf einem Rammstein-Konzert. Da brennt nichts. Und der spricht vom Flammenmeer in Lützerath. Ich hatte schon Raclette-Abende, die sahen gefährlicher aus. Vor allem, sehr gut, den Reporter kann ich nicht mal sehen. Der Reporter, was hat er hier auf seinem Helm? Da hat er sich schön mit Kreppband TV aufs Helmchen gepflastert. Wundert mich eigentlich, ne, die von RTL 2, dass die das richtig geschrieben haben. Respekt. Muss man auch mal sagen, muss man auch mal loben. Denn wir alle wissen, RTL 2 ist kein Fernsehen. Eher so eine Art Versuch. So, und wenn in Lützerath die Straßen in Flammen stehen, die Menschen unter die Straße gehen und die Polizisten im Schlamme stehen, habe ich ein bisschen viel Poetry Slam geguckt, glaube ich, ne? Muss natürlich TV Total auch seinen besten Mann dahin schicken. Leider hatte der aber keine Zeit, also ich. Und dementsprechend mussten wir jemand anderen nehmen. Jemanden, der in der Nähe wohnt,
sowas noch nie gemacht hat und auch überhaupt nicht wusste, was da auf ihn zukommt. Mein Tipp, vergessen Sie James Bond. Den Namen, den Sie sich ab sofort merken müssen, lautet Sven. Hi, ich bin Sven und ich soll hier für TV Total einen Beitrag von der Demo in Lützerath drehen. Sie kennen mich nicht, aber die anderen hatten halt keine Zeit und keinen Bock. Naja, los geht's. Hallo, wen haben Sie denn dabei? Ja, das können wir mal sagen. Du kennst mich doch, oder? Ich will auch nach Lützerath. Hallo. Hallo. Sie sind ja schon vermummt, da brauchen wir Sie ja gar nicht mehr zu verpixeln. Doch, besser ja. Besser ja? Können ja. Sie mir mal erklären, was das hier eigentlich ist? Das ist eine Demo. 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! RWE wird platt gemacht! RWE wird platt gemacht! Sprechchöre finden wir völlig daneben. Also es gibt ja komplexe Texte und schöne Melodien. Und das scheinen die irgendwie völlig zu ignorieren. Mir geht es tierisch auf die Nerven seit Jahren. Ich habe total den Fremdscham und ich habe ein Riesenproblem, mich auch mit der Bewegung zu identifizieren, weil ich diese Sprechchöre wirklich so daneben finde. Erklär doch mal, was machst du hier? Was ist Lützerath für dich? Ich bin das erste Mal hier, musst du sie fragen. Also ich wollte sagen, dass es hier eigentlich nichts bringt. Also das Problem ist real. Also es bringt nichts, aber du bist hier. Ja, ja, mir gefällt das einfach so ästhetisch. Was ist das denn für ein kleines Schild? Da sieht doch kein Mensch was da drauf. Ja, größere Pappe war nicht zu Hause, Entschuldigung. Kann man ganz hochhalten. Jetzt ist Greta Thunberg ja heute hier, habe ich gehört. Was machst du, wenn die jetzt hier vorbeikommt? Es gibt nur eine Greta Thunberg. Und die ist super. Ich würde die nicht auch noch anschreiben. Mir wird ja echt genug geschrien. Go, Greta, go. Die ist durchartet Flicker, du richtiger Gott. Greta Thunberg, keine Ahnung, ja? Okay. Ich habe mich hier, glaube ich, an der falschen Stelle festgeklebt. Kann das sein? Ich habe eine neue Mütze für Sie. Ja. Und zwar die einzig wahre Lützemütze. Ja. Die würde ich Ihnen schenken. Ja. So. Wunderbar. Schön. Steht, mir steht gut, Ihnen, ne? Steht ja. Ihnen. Dann geht's Pass. Weiter. Jetzt hast du aber so eine Kappe an, ne? Ich habe noch ja. ein Geschenk für dich vielleicht, ne? Ja. Und zwar eine schöne Mütze. Ach ja, warum? Und zwar gibt's für dich die Lützemütze. Wenn du die mal anziehen willst, nee. Die schenke ich dir. Und wenn ich dir jetzt ein Bier anbiete, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen. Bier würdest du nehmen? Ja, klar. Prost. Prost. Alles Gute. Es gibt Pariser Klimaabkommen und da hat man sich eigentlich erst auf 2 Grad geeinigt. Ja, ich weiß, aber ich glaube, die 1,5 steht eher für 1,5 Promille, oder? Die wollen sie erreichen. Das ist von mir ein Bier. Und da können wir jetzt zusammen anstoßen, wenn Sie wollen. Ich habe nämlich auch noch eins. Und dann erreichen wir die 1,5 zusammen ganz schnell. Auf die 1,5. Auf die 1,5. Promille. Prost. Prost. Zurück ins Studio. Grad. Unser Auszubildender Sven. Gut, ne?